Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge täglich zockt das Murmeltier. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause bei Jörg. Jörg geht schon wieder ab. Ja, Leute, es ist viel passiert in der Zeit und natürlich müssen wir darüber im Mario Kart sprechen. Können wir kurz auf Stopp machen? Online mein Mic sieht scheiße aus. Was? Was sieht scheiße aus? Mein Mic ist nicht richtig. Was ist denn da nicht richtig? So, ich habe es zu falsch positioniert. Jörg, du bist so unfähig. Und zwar das 3D-Drucker-Video. Ja, wir haben uns jetzt rangesetzt, wir haben angefangen damit, das aufzunehmen. Und, hallo. Wir haben angefangen, das aufzunehmen. Du hast mich überrundet, oder was? Nein. Nein. Die 100 Grad ist angefangen. Wir haben angefangen, das aufzunehmen. Und hier, wir haben schon manche Dinge dafür schon fertig. Noch nicht alles. Wir gucken, was wir jetzt heute noch fertig machen dafür. Und naja, es ist halt, ja, es wird halt auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall geil werden und ich hoffe, dass ich das nächste Woche kriege. Wenn nicht, dann spätestens übernächste Woche, dann kommt nächste Woche, das Game Sticky Files, was wir heute auch, nee, gestern aufgenommen haben. Und ja, eigentlich heute, ganz genau. Alter, warum fahre ich da immer runter? Und ja, genau. Dazu noch, ja, 3D-Drucker-Video. Das, wir haben da gestern schon ein paar Tests für gemacht und naja, nachdem wir die gemacht haben, ist hier so ein merkwürdiger Gestank bei uns aufgetaucht. So, irgendwie seit, ja, wer riecht denn das nach hinten? Ja, ist so. Nachdem wir sie gemacht haben, riecht das hier nach Verbrannten. Ja, irgendwie. Und wir haben irgendwie, das kommt irgendwie aus den Boxen von uns, vom Beamer aus den Boxen. Ja, verstehen wir auch nicht. Ja, nur aus den ersten beiden. Die stinken so hart verbrannt und da kommt dann manchmal knackt der Sound und manchmal ist er wieder in Ordnung. Und, boah, ich hab manchmal keine kommt Angst. Gar kein Sound. Ja, also irgendwas haben die Boxen bzw. Verstärker. Das schaue ich mir nochmal an, aber das ja, sieht hoffentlich ist das nicht schlimm. Nur. Habe ich keinen Bock, neue Boxen zu kaufen. Nein, wenn werden wir die nicht neu kaufen, sondern sind aber nicht runtergefallen, sondern umtauschen lassen, weil wir haben die nicht lange und dass die jetzt schon einfach irgendwie durchschmoren, das lassen wir uns ja natürlich nicht gefallen. Ne? Naja, aber trotzdem, auf diese Bürokratie-Scheiße habe ich keinen Bock. Dauert das heißt, ewig. Bürokratie-Scheiße, die haben 200 Euro gekostet, Jörg. Ja, wenn ich mal so bedenke, was du teilweise alles noch umtauschen lässt, dann ist das wirklich. Ja, weiß ich, aber trotzdem. Ich hoffe, dass es so funktioniert und wir sowas nicht machen müssen. Komm. Nein, du Wichser! Kurz vor der Einfahrt! Oh, das hätte mir noch eine Platzierung retten können, aber jetzt ist es Vierter geworden. So, Jos, wie ist es mit dir? Oh, Kampf um den letzten Platz. Oh, er wurde noch getroffen und. Ah, er hat es noch geschafft. Nächste Runde. Ja, Jos Eltern kommen nämlich heute ja persönlich vorbei, um die Boxen abzuholen, weil die sich. Ja, und die Boxen, den ganzen Beamer, um das ganze Heimkino abzuholen, weil die sich hier. Ihre jährlichen Weihnachtsfilme, die alle schon in- und auswendig kennen, diesmal auf dem Beamer angucken wollen. Richtig. Aber das ist das Problem. Ich hoffe, dass das mit den Boxen jetzt nicht verschwindet. Bis zum ersten Advent ist noch hin, aber. Ja, kein Eis haben gekriegt. Das ist so eine Sache. Was steht noch auf dem Lauerzettel? Auf dem Lauerzettel. Ja, wir müssen noch aufräumen, bevor ihr aus Eltern kommt, ne? Ganze Bierflaschen hier wegräumen. Seine Eltern wissen, dass ich nichts trinke. Und wenn sie das jetzt sehen, wissen sie auch, wer das alles trinkt. Ja, sag ich, Paul trinkt das. Das ist rückfällig geworden, du. Ah, das war zu knapp. Oh, hör doch auf, hier zu rufen. Erster! Wie kann das sein, Jos? Jetzt müssen wir Jos überholen, komm. Als nächstes Thema, ne? Das neue Battlefield ist rausgekommen. Und wir haben es... Also die Early Access. Offiziell ist es noch nicht raus. Danke dafür. Ja, wir haben es ausgerastet, ne? Also angezockt. Und naja, was soll man noch... Ja, was soll man jetzt dazu sagen, groß, ne? Es ist anders. Ich habe mich viel darüber aufgeregt. Mache ich aber immer. Das gehört bei mir einfach dazu. So, jetzt überholen wir mal Joas. Ey, das kann man jetzt klarstellen. Tschüssi. Wir haben es angezockt. Und naja, Jos, sag mal du deine Meinung dazu. Also, es hat noch viele Probleme, viele Schwierigkeiten. Ja, sehr natürlich klar, das ist ja. Aber an sich kann das ein fertiges Spiel werden. Nur eine Münze, das ist die letzte Runde. Ja, es ist halt so, dieses Spiel spielt sich halt nicht wie ein normales Battlefield, wie so ein Kriegsspiel, sondern eher wie so ein Hero-Shooter, wo da verschiedene Typen mit Fähigkeiten sind. Ja, jeder hat so seine eigene Fähigkeit. Sack, Alter. Den kriegst du nicht, den ersten. Ich bin Platz. Sechster. Ich bin Zweiter und wurde einfach Sechster. Von Zweiter wurde ich Sechster.
Ich war die Leertaste. Du wusstest, es geht was kaputt, Jörg. Ich kann sowieso eine neue Tastatur kaufen. Warum denn? Ach nein, du Geldverschwendung. Oh, ja, wir hatten auch überlegt, irgendwie. Ja, aber lass mich. Mich erklären. Na gut, jetzt bin ich gespannt, was du uns erzählst. Ja, ich wollte gerne mit Paul eigentlich in die Oper. Oder so. Oder ins Konzert, weil es bockt echt. Also, ich war schon zweimal in der Oper. Ja. Denkt man gar nicht, aber schockt. Aber da haben wir was viel Geileres gefunden. Nämlich in Hamburg das Harry Potter verwunschene Kind, das Theater. Yippie! Gegen gefahren. Und gut, das kostet Stange Geld, da müssen wir gucken, wie das. Kostet eine lange Stange Geld, also. Was das Portemonnaie dann sagt, aber darauf haben wir beide richtig Bock, da hinzugehen und sich das anzuschauen. Ah. Weil der achte Band wurde ja sowieso nur in Theaterfassung geschrieben. Sechs Stunden geht das, wenn zwei Teile aufgesplittet. Und ich glaube, das wäre nochmal ganz andere Erfahrung. Wow. Nein, immer wieder fliege ich nach runter, wenn ich nicht in der Kurve bleibe. Ja, knappes Ding. Und zwar, ja genau, wie Joas halt meinte, ja Opa und so, das Problem ist halt, es ist halt wirklich teuer und weil sich Leute sonst fragen, wie teuer, man kann es halt sagen, was kostet ein Ticket? 200 Euro? Ja, ungefähr, ja. Ja, das ist halt wirklich, wirklich brachial teuer und das sind nur die Tickets, da kommen noch Fahrtkosten dazu und eventuell noch Essensausgaben, die wir da währenddessen haben, da kommen wir am Ende des Tages auf, oh, wenn wir günstig sind, 500 Euro zusammen. Und naja, was kann man für 500 Euro machen? Sich neue Boxen kaufen, Jörs? Ja, ich weiß. Ja, und es ist halt wirklich so, wir haben ja momentan schon Investitionsüberlegungen, die halt gar nicht mal so billig sind. Mein Gott, ödert mir auch mit den ganzen Pilzen zu. Ich hab ne blaue, Jörs! Wer ist gerade Erster? Ich. Komm, jetzt hau ich irgendjemand von Dötz. Kann mich mal jemand überholen? Scheiß drauf, schmeiß das Ding weg da. Ah. Und zwar. Warum haben die alle Goldpilz vor mir und wie wurde ich da nicht getroffen? Nein, lass mich. Ah, ich habe noch ein Item bekommen. Ich frag mich, wie ich ein Item bekommen habe. Jonas, erzähl mal kurz was. Es ist gerade ein bisschen Hektik hier. Ich weiß es auch nicht. Ich bin gerade sehr gut konzentriert. Ja, und es ist. Ja, Ausgaben und so, ne? Wir wollten ja. Was wollten wir uns noch kaufen? Wollten wir auf jeden Fall. Deinen neuen Rechner und der wird sehr teuer. Ja, mein neuen Rechner, ne? Der wird halt wirklich teuer und gefühlt immer teurer. Ja, ist so. Länger. Aber die Grafikkartenpreise, generell die Hardwarepreise, wird immer teurer. Los, super für euch, ihr Lappen. Ich hab Stern! Und ich hab es dir kein zu überholen! Ah, war ich noch? Sechster. Achter. Ja, gut. Bis ich das jetzt wieder heißt, heute zocken wir Mario Kart, komm. Nee, ich zock's mal mit dir. Im hoffentlich 3D-Drucker-Video. Hoffen wir es. Erstmal. Tschüss.